ein wahrlich historisches Ereignis in der Geschichte der Schweiz, denn außer im Zusammenhang mit der Neugründung des Kantons Jura und der Historie um das Laufental wechselte in der jüngsten Geschichte der Schweiz keine Gemeinde den Kanton. Clavaleyres ist per 1. Januar vom Kanton Bern in den Kanton Fribourg gewechselt. Das, weil es mit Murten fusioniert hat. Das 50-Seelendorf war eine Exklave vom Kanton Bern. Das heisst, es ist vom Kanton Fribourg und Waadt umringt worden. Das Stimmvolk hat 2020 dem Wechsel zugestimmt und diesen Samstag wird der Wechsel mit einem symbolischen Fest gefeiert. Dabei sind die Dorfbewohner sowie die Politiker und Politikerinnen, die an Fusion beteiligt waren. Für den langjährigen Gemeindepräsident Jürg Trug ist es der letzte grosse Einsatz für sein Dorf. Ich bin überzeugt, dass Clavaleyres mit dem Kanton Fribourg und mit Murten eine gute Partnerschaft eingegangen ist. Schon ein bisschen emotionell, weil ich habe gelebt für die Politik von diesem Dorf. Erstens einmal ist meine Karriere fertig als Gemeindepräsident. Ich tue mich eigentlich verabschieden, soweit. Und immerhin bin ich 12 Jahre in der Gemeinde tätig gewesen. Der Kanton Fribourg begrüßt durch den Staatsrat Didier Castella die Bevölkerung vom Dorf im neuen Kanton. Eine Fusion ist immer eine Modernisierung des Regierungsprozesses. Das ist wichtig für die Gemeinden, die die Selbstständigkeit aufrecht behalten wollen. Der Fall von Clavaleyres ist historisch. Der Kanton Fribourg hat seit über 200 Jahren seine Grenzen nicht mehr verschoben. Heute können wir alle willkommen heissen. Ich möchte auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit den Berner Behörden sehr gut geklappt hat, trotz der administrativen Herausforderungen. Es roulait au mieux, malgré les difficultés administratives, qui n'étaient pas simples. Die Dorfbewohner, die am Fest dabei sind, merken den Wechsel vor allem bei den Autoschildern. Dort steht neues FR statt des BE drauf. Für Manuel Kauer wird die Administration einfacher. Er ist in Clavaleyres aufgewachsen und war somit offiziell Berner. Führt der Kantonswechsel zu einer Identitätskrise? Nein, wir sind halt, oder ich bin nie wirklich ja, so Berner gewesen. Wir sind einfach ja, hier umgeben von Waadt und Fribourg. Nie so richtig als Berner gefühlt oder so. Ich bin ein bisschen interkantonal. Weil das Dorf neu zum Murten gehört, braucht es den Posten vom Gemeindepräsidenten nicht mehr. Was der Jürg Trug in Zukunft macht, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ganz sicher ist, also in der Fusionskommission von der Stadt Murten bin ich gewählt worden. Und morgen ist Wahlen. Und da habe ich mich aufstellen. Ich möchte gerne Generalrat. Der bürgerlich-liberale Jürg Trug ist diesen Sonntag nicht gewählt worden. Das Rennen hat der Alfred Scherwet und Martin Keller-Riesen vor Liste SVP Unabhängige gemacht.